Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock bei EAFC 24. Schön, dass du mit am Start bist. Und was soll ich sagen, wir legen direkt los, aber zuerst, wir müssen ein bisschen miteinander reden. Und zwar, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir kommen erstmal zu einer ersten Einschätzung oder zu einem Real Talk zur Euro 2024. Danach möchte ich auch ganz kurz die aktuelle Situation bei Hansa ansprechen. Und danach wollte ich tatsächlich auch nochmal ganz gerne ein bisschen eingehen auf EAFC 25, auf den Reveal-Trailer und was ich davon halte. Also legen wir einfach mal ganz easy los mit der Euro 2024. Was sag ich denn dazu? Also, ich sage ganz ehrlich, wie wir alle, glaube ich, haben wir das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft nicht so gut vertragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch ziemlich bedrückt davon, was da eigentlich passiert ist. Also meiner Meinung nach, ich sag's nochmal und auch alle haben es eigentlich im Nachhinein gesagt, das ist ein ganz klares Handspiel. Ich find's unfassbar, wenn man hört, dass da der Videoschiedsrichter nichts machen kann, weil der Schiedsrichter denkt, er zieht ja den Arm zurück. Und dann hat das ja so ein Schiedsrichter-Experte ja mal irgendwie erklärt, ich glaube beim Magenta Sport war das oder beim Magenta TV, der gesagt hat, der Videoschiedsrichter kann keine Fernsehbilder zeigen, die ihn auf andere Gedanken bringen, weil man sieht auf den Fernsehbildern, dass er nach wie vor also den Arm so versucht, also quasi hinter den Rücken zu packen. Das Ding ist, ich sehe das eigentlich so wie Julian Nagelsmann, der im Nachhinein gesagt hat bei einem Interview, man sollte bewerten die Situation. Und das war ein ganz klarer Torschuss von Musiala, der aufs Tor geflogen wäre, der wahrscheinlich auch sehr gefährlich gekommen wäre. Und da dann keinen Elfmeter zu geben, ist Quatsch. Trotzdem sage ich auch, bevor jetzt alle anderen wieder sagen, ja, nehmt's hin und vorher war es wahrscheinlich abseits. Nein, war es nicht, soweit ich das gesehen habe und soweit das ja auch einige Experten gesagt haben, war es vorher kein Abseits von Füllkrug. Trotzdem bin ich auch der Meinung, Toni Kroos hätte vom Platz gestellt werden müssen. Stimmt, ja, hätte gemacht werden müssen und dieser Elfmeter hätte gegeben werden müssen. So, ich finde tatsächlich auch, dass allgemein zu Euro oder auf die Euro betrachtet, wenn man sich anguckt, was für Elfmeter gegeben worden sind, wie zum Beispiel unser Elfmeter auch gegen Dänemark, was absoluter Quatsch war, wo ganz leicht an eine Fingerspitze, an eine Fingerkuppe der Ball kommt, dafür kriegen wir einen Elfmeter und dann für sowas Offensichtliches nicht, boah, es ist schon hart und auch andere Fouls etc. Elfmeter, die gegeben worden sind, also bisschen komische Linie, der Schiedsrichter, ich kann nicht gegen den Schiedsrichter gehen in dem Sinne, weil will ich auch gar nicht, es ist ein Schiedsrichter und Schiedsrichter, sage ich auch nochmal an der Stelle, es ist nicht in Ordnung, was die teilweise für Hass und für Gewaltandrohung abkriegen, finde ich wirklich nicht in Ordnung, deswegen finde ich auch die Regel sehr, sehr gut, dass eingeführt wird in den Ligen, in den deutschen Ligen, dass nur noch der Kapitän halt mit dem Schiedsrichter sprechen darf, um so eine Rudelbildung zu verhindern. Deswegen, ich respektiere die Entscheidung des Schiedsrichters. Trotzdem sage ich ganz ehrlich, dass da der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Man hätte es einfach ändern können und man hätte einfach tatsächlich, sich diese Situation nochmal anschauen können. Andererseits will ich auch nochmal daran appellieren und deswegen ist das so schwierig. Also ich sehe es auch so, ja, es ist ein Elfmeter gewesen. Trotzdem andererseits wissen wir auch alle, es gibt ein Sprichwort, das heißt, wer sucht, der findet. Das heißt, je öfter du dir eine Situation auch anguckst, weil ja viele gefordert haben, es müssten viel mehr Situationen sich angeguckt werden, sehe ich nicht so. Weil das Ding ist, je mehr du oder je öfter du dir eine Situation anguckst, umso mehr sieht das nach einem ganz schrecklichen Foul aus. Das darf eigentlich nicht sein. Trotzdem sollte man zukünftig bei der Handspielregel ganz klar die Situation bewerten und sagen, jo, wenn das eine klare Torschance ist, ja, wenn das eine ganz klare Torschance ist und der Ball fliegt aufs Tor oder wäre aufs Tor geflogen, wahrscheinlich sogar auch gefährlich, dann ist das Strafstoß. Ich weiß, es ist total blöd und das kann halt mal passieren, aber dann ist das Strafstoß. Die Hand hat dort einfach nichts zu suchen. Auch wenn man sagt, ja, außer Bewegung heraus etc. pp.,
Es stimmt. Wahrscheinlich ist es sogar eine natürliche Bewegung, wenn man so zur Seite geht, nimmt man ja seine Arme, seine Hände, nimmt man die ja mit. Das ist ja auch völlig korrekt. Aber wenn das so passiert, dann ist es halt Pustekuchen, doof gelaufen, dann ist das halt Handspiel. So einfach ist das. Trotzdem muss ich sagen, Deutschland hat eine klasse EM gespielt, also mir hat das total gefallen. Ich glaube, sie haben es auch wirklich gut hinbekommen, die Fans hinter sich zu versammeln und einfach wieder, ja, dass man wieder Bock hat auf die Nationalmannschaft. Das war ja vorher, wenn Testspiele waren oder so, dann war ja immer so, ja, irgendwie Deutschland spielt, brauche ich mir gar nicht anschauen. Jetzt, zukünftig kann ich mir vorstellen, ändert sich das sogar tatsächlich. Also ich werde auch mehr wieder die Testspiele gucken. Und es war halt eine tolle EM. Also was auch Musiala gemacht hat, war der absolute Superwahnsinn. Dieser Typ ist sowas von genial. Dann finde ich allgemein war die EM einfach klasse. Ich meine, so ein Lamine Jamal von Spanien, super krass gespielt. Dani Olmo, ich sage euch ganz ehrlich, wie krass hat bitte Dani Olmo gegen uns, auch wenn wir jetzt unverdient ausgeschieden sind, ja oder nein, hin oder her, egal, aber wie krass hat bitte Dani Olmo performt gegen uns. Er hat das Tor gemacht und er hat das letzte Tor vorbereitet. Wie heftig ist der Typ? Bitte. Unfassbar, was Olmo für eine EM gespielt hat. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Was ich aber eigentlich, oder was ich auch sagen kann, es gab natürlich viele Aufreger von Demiral, der diesen Wolfsgruß gemacht hat, etc. pp. Was ich nicht richtig finde. Ich sage aber auch ganz ehrlich, mir war das tatsächlich gar nicht bewusst, dass das so ein Zeichen ist. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, was, Jin, wie konntest du das nicht wissen? Ich sage ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Also ich wusste im ersten Augenblick, als es passiert hat, gar nicht irgendwie, okay, ist das jetzt krass oder ist das einfach so ein Jubel? Ist das so ein Zeichen? Weil ich meine, wir kennen das Zeichen ja auch als Schweigefuchs quasi. Bin ich ehrlich, kannte ich wie gesagt nicht. Mir steht es auch überhaupt nicht frei, darüber zu urteilen. Ist das jetzt ein rechtsgesinnter Gruß? Ist das keiner? Ist das ein Erkennungsgruß seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten irgendwie der Türken? Ich kann es nicht einschätzen und das will ich auch gar nicht einschätzen. Ja, ich versuche nur die Aufreger zusammenzufassen. Und das war natürlich ein Ding, wo man natürlich erstmal ziemlich überrascht war, ehrlich gesagt, also wie groß das plötzlich geworden ist. Dann finde ich, was auch super war, ey, mal ganz ehrlich, die Stimmung war ja allgemein top, also die Schotten ja auch schon beim Eröffnungsspiel gegen Deutschland waren ja der Superhammer. Dann die holländischen Fans, Wahnsinn, was die immer für Party gemacht haben, fand ich super, super cool, macht total viel Freude irgendwie. Also es war einfach schön. Ich bin auch sehr froh, dass auch während der EM nichts passiert ist. Dass jetzt nicht so riesengroße Ausschreitungen waren. Klar, immer mal irgendwie da und da ein paar Auseinandersetzungen, ein paar Schlägereien und so. Das gehört leider, sag ich ganz ehrlich an der Stelle, leider zum Fußball dazu. Beziehungsweise bei den Fankulturen irgendwie dazu. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Null. Ich finde, wenn man verliert, dann sollte man auch, wie soll ich sagen, ja, ein fairer Verlierer sein. Deswegen sage ich auch, es ist okay, dass wir dann im Endeffekt ausgeschieden sind. Als Deutschland fairer Verlierer, ja, Spanien war sehr, sehr gut, das stimmt. Und ja, ich meine, Spanien ist ja im Endeffekt auch Europameister geworden. Und ich hatte vor kurzem etwas gelesen, dass wir das einzige Team sind bei der EM, was nicht gegen Spanien nach 90 Minuten verloren hat, was ja auch schon mal echt ein Erfolg ist. Spanien ist der spätere Europameister geworden. Was ich aber finde, was überhaupt nicht geht, ist, und das ist einfach so ein Ding, die Spanier wirkten sehr unsympathisch, finde ich tatsächlich. Carvajal, die rote Karte noch gegen Musiala, das war nicht so cool. Danach auch bei der Siegesfeier in Madrid mit Alvaro Morata, der provoziert hat und gefragt, wo ist Musiala oder was ist mit Musiala, das braucht nicht sein. Dann hat er ja auch noch ein politisches Statement abgegeben zu der Halbinsel Gibraltar, was auch nicht in Ordnung ist, wo er gesagt hat, Gibraltar ist spanisch aufgrund des Konflikts Spanien und Großbritannien, die ja im Finale gegen, oder Spanien-England, die im Finale quasi gegeneinander gespielt haben, obwohl Gibraltar ja, glaube ich, mal vor Jahren irgendwie so eine Volksabstimmung hatte, jo, wollen wir zurück zu den Spaniern oder bleiben wir?
britisches Haus so ungefähr und ich glaube irgendwie 90%. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob die Wahl, also ob es da irgendwelche Kritik gab an der Wahl, ob man da das Ergebnis anzweifeln kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gab eine Wahl und es haben sich sehr viele dafür entschieden, britisch zu bleiben. Und sowas geht dann einfach gar nicht, ja. So, das ist einfach provokant und das finde ich auch nicht in Ordnung und ich finde, das ist auch unfair. Das hat mit Fairplay tatsächlich nichts zu tun, sportlichem Fairplay. Ich finde, sportliches Fairplay ist etwas, was auf jeden Fall gewahrt werden sollte, immer, meiner Meinung nach. Also, nach einer Niederlage, man gibt sich immer die Hand, etc. Und das ist einfach nicht in Ordnung und man spricht über seinen Gegner wirklich respektvoll. Immer, egal wie sich der Gegner irgendwie benimmt, man kann natürlich seinen Unmut kundtun und sagen, das habe ich ein bisschen anders gesehen, aber trotzdem am Ende des Tages immer respektvoll allgemein, das sollten wir nicht nur beim Sport tun, das sollten wir immer tun, sobald wir über andere Leute reden, immer respektvoll darüber zu sprechen und ja, trotzdem fand ich, es war tatsächlich eine sehr coole Euro, ich finde es für Harry Kane unfassbar schade, dass er einfach keine Titel gewinnt, es tut mir wirklich leid. Wer auch total unsympathisch gewirkt hat, meiner Meinung nach, war Jude Bellingham. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, ob ihm irgendwie Real nicht so gut tut oder so. Ich weiß es einfach nicht. Also es gab auf jeden Fall einige Unsympathen irgendwie dieses Jahr, hatte ich den Eindruck. Na gut, aber jetzt wollen wir auch das Thema EM abhaken. Das sind aber die Sachen, die ich da einmal ganz kurz zu sagen wollte. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich durfte vorproduzieren, dann bin ich krank geworden. Ja, aber dafür hört ihr es jetzt von mir. So, ich fand es auch sehr, sehr cool, dass ihr euch das von mir gewünscht habt, dass ich nochmal eine Einschätzung habe. Ach ja, und um das nochmal aufzulösen, meine Tipprunde ging total in die Hose. Also, das lief tatsächlich überhaupt nicht gut. Also, FIFA bzw. EAFC hat hier absolute falsche Ergebnisse ausgespuckt. Ich glaube, ich bin Letzter geworden bei mir in der Tipprunde. Das lief überhaupt nicht gut. Naja, okay, kommen wir also zum nächsten Thema und zwar zu Hansa. Real Talk über Hansa. Ja, wir haben einige oder wir beenden quasi, also jetzt wo ich das aufnehme, das ist Samstag. Das heißt, heute ist noch das Testspiel gegen Eintracht Braunschweig, der Abschluss des, des Ferienlagers, wollte ich gerade sagen, des Trainingscamp in Neuruppin. Ja, wir haben ja noch ein paar Spieler verpflichtet, zum Beispiel den Philipp Klevin, wo viele gesagt haben, nein, wie können wir wieder einen Torwart verpflichten? Ich finde das gut, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Torwart, der nochmal richtig, richtig schöne Konkurrenz auf der Position mitbringt, die sich dadurch einfach gegenseitig schön pushen können und ich finde es total cool einfach, dass wir, ja, ich würde schon fast sagen, gleichwertige Torhüter dann einfach auf der Torwartposition haben. Finde ich cool. Ich finde auch, das ist kein Zeichen dafür, weil ja auch einige gesagt haben, es ist ein Zeichen dafür, dass irgendwie Orle nicht ganz zufrieden mit Uphoff ist und so weiter etc. Nein, das würde ich gar nicht sagen, sondern einfach, das ist Konkurrenz belebt das Geschäft. So kann man es einfach sagen. Also Klevin finde ich super. Dann ist ja immer dieses, wo bleiben die Stürmer? Wo bleiben die Stürmer? Wo bleibt alles andere? Wo bleibt unser Angriff? Bla und Keks. Ich denke mir immer so, jo, das stimmt. Es gibt aber so ein Sprichwort aus dem American Football und das heißt, Offense gewinnt Spiele, Defense gewinnt Meisterschaften. Ich finde es richtig, erst die Defensive voll zu machen, weil wir haben einen neuen Neuzugang oder zwei Neuzugänge, und zwar Dominik Lanius, der kommt von Fortuna Köln, glaube ich, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ahmed Gülen, der kommt vom 1. FC Nürnberg, war vorher bei Wien Wiesbaden, ist mit denen aufgestiegen und ist ein richtiger, also richtig krasser Transfer, finde ich super, den Jungen. Dominik Lanius ist für die Breite auch riesengroß. Ich glaube, der ist ja 1,95, 1,96 groß. Ich hoffe, der gewinnt ein paar mehr Kopfballduelle als Bachmann. Oh, Shots feiert. Nein, respektvoll damit umgehen. Aber es war halt, ne, wie ich ja vorhin gesagt habe, respektvoll mit den Leuten umgehen. Aber es war schon unfassbar, wie viele Kopfballduelle Bachmann verloren hat. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber da sieht man auch mal, Größe ist nicht entscheidend, sondern einfach auch das Timing. Ja, wann springst du hoch? Wie verhältst du dich oder wie spielst du allgemein gegen deinen Gegenspieler? Und ja,
Aber ich finde grundsätzlich beide Transfers finde ich super. Damit steht ja jetzt die Defensive, damit ist auch die Innenverteidigung quasi abgeschlossen. Ich habe das Interview mit Bernd Hollerbach gesehen, der gesagt hat, weil wir aktuell keinen wirklichen Stoßstürmer haben, außer Gudjonsson, der ja verletzt war. Was mich übrigens sehr, sehr freut, dass der jetzt wieder mittrainiert und doch keine so schlimme Verletzung hat. Und wir jetzt 5 Innenverteidiger haben, er in einem 3-4-3 jetzt viel gespielt hat, mit 3 wendigen Stürmern vorne und 3 Innenverteidiger und dass es bisher am allerbesten klappt. Und dann, 3 Innenverteidiger haben wir und 5 haben wir dann quasi zur Verfügung. Das bedeutet aber auch, weil ja auch so viele gesagt haben, noch ein Innenverteidiger, wie kann das denn sein? Ja, wir haben sehr, sehr viele, die Innenverteidigung spielen können, aber das heißt dann zum Beispiel auch, dass ein Schuster und dass ein Pfanne ganz klar für die zentrale, also fürs zentrale Defensive Mittelfeld eingeplant werden, was ich richtig, richtig gut finde. Ja, zu den Gerüchten, dieser Kania oder wie er heißt von Nürnberg 2, finde ich natürlich super, werde ich extrem feiern, wenn der zu uns kommt, da ist aber die halbe dritte Liga dran und wahrscheinlich, oder die ganze dritte Liga dran und wahrscheinlich auch die halbe zweite Liga dran. Die wollen alle haben, der Babic, der, auch der Name, der reingebracht worden ist in der Gerüchteküche, kann ich jetzt nicht einschätzen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was ich dazu sagen soll. Wir werden es sehen. Und Geduld. Einfach Geduld. Ich finde trotzdem immer noch, die Jungen machen das richtig, richtig gut. Der Zamso gefällt mir total gut. Der Kron macht das super. Louis Köster. Ich finde, da sind echt ein paar coole Jungs dabei, die da echt sehr gut ihre Chance genutzt haben, um sich halt zu zeigen. Und ich bin mit dem Weg wirklich sehr zufrieden. Und nochmals, ich glaube, viele vergessen einfach, dass wir gerne Ausbildungsverein werden wollen. Ja, das bedeutet einfach, wir kaufen oder holen uns Spieler aus unterklassigeren Ligen, die noch Entwicklungspotenzial haben, entwickeln die weiter und verkaufen sie gewinnbringend. Das bedeutet, man muss nicht erwarten, dass wir jetzt wieder Erstligastürmer ausleihen. Und das Ding ist auch, überlegt euch doch mal, sorry, aber denkt noch mal bitte an Brumado und an Perea. Die kamen beide aus einer ersten Liga, ja? Und die waren beide nun ja nicht ganz so gut. Klar, sind die nicht ganz so gut, aus dem einfachen Grund, sonst, also das ist ja der Grund, weswegen sie verliehen werden von ihren Vereinen, um sich weiterzuentwickeln. Hat natürlich nicht ganz so gut geklappt und das Problem ist, dadurch züchtest du dir halt eine Stimmung ins Team, die halt nicht gut tut, weil die Leute einfach sich nicht... Ja, mir kann keiner erzählen. Ich weiß, es ist unprofessionell eigentlich und jeder Spieler sollte professionell sein. Aber du gehst anders ins Spiel rein, ja? Du gehst einfach anders ins Spiel rein, wenn du verliehen bist und wenn du dir denkst, ja, okay, wenn jetzt hier was passiert, ich bin halt nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder weg in einem halben Jahr, je nachdem, wie lang die Leihe ist. Und, So viel zu Hansa, aktuelle Situation. Ich find's klasse, wie es läuft. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. So, zum letzten Punkt. EAFC 25 Reveal Trailer. Ich habe ihn gesehen. Ja, was soll ich sagen? Ist halt so ein typischer EA-Trailer, der hyped auf jeden Fall. Also ich bin hyped, ja. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es vorbestelle und ob ich dann auch diese Ultimate Edition vorbestelle mit, ja, zock irgendwie 7 Tage früher oder so. Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich cool, auch für den Kanal. Wir werden uns da dann natürlich, ja, die Karriere natürlich nur anschauen, weil ich finde Karriere einfach irgendwie viel cooler als Ultimate Team. Hat beides seine Daseinsberechtigung oder auch Ultimate Team hat seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Brauchen wir auch nicht drüber sprechen, ob es Pay-to-Win ist oder nicht Pay-to-Win, etc. Da hat jeder seine eigene Meinung und das ist auch in Ordnung. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr tatsächlich zu dem nächsten Verein sagt, mit dem ich die Karriere zocken werde. Das werde ich dann irgendwann später auch präsentieren. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, in diesem Verein spielt ein alter Bekannter von uns Rostockern oder der bei Hansa gespielt hat, den ich auch immer sehr sympathisch fand bei Hansa und der auch immer sehr, sehr gut bei uns performt hat, wie ich finde. Jetzt könnt ihr ja schon mal überlegen, okay, wer könnte es denn sein? Etc. pp. Und
Ja, aber ansonsten, ich bin hyped. Ich find's cool einfach, dass man jetzt ja so viel einstellen kann. Ich find's cool, dass sie so viel verbessern wollen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, diesen Season Pass für Singleplayer, also auch für den Karrieremodus, den du bezahlen musst. Ich weiß nicht, was das genau bringt. Also keine Ahnung, das werden wir dann alles sehen, aber das wird ja auch nach und nach werden die Infos kommen. Ja, zum Konkurrenzprodukt zu EA FC haben wir bisher noch nicht so viel gehört. Da weiß ich nicht, wie es da ist. Das werden wir uns aber natürlich dann auf jeden Fall, wenn es auf den Markt kommt, auch angucken. Und ja, das würde ich mal sagen, waren jetzt so die Sachen, die ich eigentlich zu EA FC 25 sagen will. Und ich kann einfach sagen, ja, okay, ich bin wieder hyped. Sie kriegen es einfach jedes Jahr hin. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und ja, aber es ist ja auch einiges in der Karriere oder soll einiges ja auch passieren. Moment, ich darf einmal kurz husten. Und ja, also sowohl Frauen, Fußball, Karriere etc. pp., dass sie ja die Einstellmöglichkeiten, dass du die Vorstandsziele ausstellen kannst. Allgemein wollen sie ja, glaube ich, karrieretechnisch auch einiges irgendwie verbessern. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sie wollen auch endlich wieder die Einlaufsequenz wieder des Öfteren zeigen, was ich auch sehr, sehr mag. Und da kommen auf jeden Fall einige coole Features mit rein. Klar, es könnte immer mehr sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber warten wir einfach mal ab. Gut, das soll es aber gewesen sein zu den Themen. Jetzt labere ich auch schon über 20 Minuten. Tut mir leid an der Stelle. Aber wenn euch das gefallen hat, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Talk-Sachen findet. Diese Real Talk Geschichten oder meine Meinung dazu, weil dann kann ich tatsächlich mal überlegen, ob ich nicht, weil gerade jetzt ist es ja sehr spannend, wenn ja Transferphase ist. Wir können einfach, weil ich mag sowas auch total gerne. Also ich liebe den Fußball. Ich mag auch immer die Transferphasen total gerne. Ich würde auch behaupten, ich bin da auch wirklich sehr gut informiert, was Fußball angeht. Und wir können da auf jeden Fall gerne mal so ein Talk-Video drüber machen oder wenn so krasse Sachen passieren, einfach dass ich meinen Senf dazu abgebe. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch das so gefallen hat. Dann machen wir da eine einfache Kategorie raus und vielleicht irgendwann, wenn ich mal auch streame oder so, dann können wir uns zusammen mal schön ins Stream setzen, gemütlich mit einem Kaltgetränk in der Hand und einfach mal über gewisse Situationen sprechen und dann könnt ihr mir auch Fragen stellen, wie ich das sehe etc. pp. Das kann auf jeden Fall ganz cool werden, aber ich dachte, ich klopfe mal hier mit diesem Video jetzt einfach mal ab, wie ihr das so allgemein findet. Also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich super interessieren. So, und jetzt, Leute, geht's endlich weiter, okay? Wir zocken jetzt endlich weiter, wir zocken unsere Karriere weiter mit Hansa und es steht der Spieltag gegen Mainz an in der MEWA Arena. Wir sehen, dass Mainz tatsächlich mit 0 Punkten am Schlüssel ist. Oh, wir sind Erster mit 12 Punkten. Sehr schön. Mainz mit 0 Punkten. Die haben noch nicht ein einziges Spiel gewonnen. Das ist natürlich heftig. 6 Tore haben sie geschossen. Oh Gott, wir hatten da nur... Bremen hat erst 2 Tore geschossen. Hilfe, was ist denn da passiert? Okay, warum das denn? Okay, wild. Ganz wild, frage ich einfach mal nicht weiter nach. So, aber wir gucken mal ganz kurz hier... Ups. Auf den Kalender, weil ich glaube, als nächstes steht nämlich auch, jo, der Champions League-Spiel an. Das heißt, wir werden gut rotieren. Danach spielen wir auch gegen Bayern, wie wir gerade gesehen haben. Das ist natürlich auch heftig wieder. So, wir schauen uns aber jetzt erstmal hier Mainz an. Und wir sehen, dass Mainz tatsächlich krass wird auch gerade bewusst, das ist gar nicht mal so ein heftiges Team. Wir sehen es auch tatsächlich bei den Werten. Angriff 75, 78, 71. Das ist heftig. Ich glaube, ein sehr junges Team mit sehr viel Entwicklungspotenzial. Aber, oh, Thuram haben sie auch, okay. Aber das könnte eigentlich auch besser laufen bei den Standardspielen. Die wichtige Offensivkraft ist Langoni. Uff, ja, also das läuft tatsächlich für Mainz, ehrlich gesagt, nicht ganz so gut, ne? Uff, uff, uff. Ja, Sieb ist auch verletzt. Ich glaube, wir machen mal auch eine ganz wilde Chose. Wir lassen tatsächlich mal Lindqvist spielen. So. Dann kommt, hier kommt Jakobsen hin. Oder? Nee, Usum kommt da hin. Wir rotieren jetzt einfach mal wirklich komplett Durinho.
Und ich merke gerade, wir haben gar keinen Stürmer mehr. Das ist ja gar nicht mal so geil. Okay. Duck kann tatsächlich, geht mal nach ganz vorne. So machen wir es. Oma Bamidele kommt rein. So, Jakobsen. Sadilek geht hier rein. So, dann kommt hier auch ein... Nee, hier kommt ein Corby Maino rein. So, der Löwen ist drin. Wir können tatsächlich Mikkelsen auch mit reinnehmen, ne? Mikkelsen nehmen wir mit rein. Brown, dann kommt hier noch der Kraft, kommt mit rein. Und ich würde den Lindberg auch ganz geil finden, wenn wir den noch mitnehmen. So, spielen wir mal mit einem völlig überarbeiteten Team. Ja, und hier packen wir auch den Sanchez rein. So, mit diesem Team werden wir tatsächlich ins Spiel gehen. Einiges hat sich verändert, aber damit schonen wir natürlich auch einige Leute. Das ist, glaube ich, auch besonders wichtig. Und dann würde ich mal sagen, es ist angerichtet. Der FSV Mainz empfängt den FC Hansa Rostock um 15.30 Uhr in der MEWA Arena am 30. September 2028. Schiedsrichterin ist Franziska Hummelberg und wir legen los. Bis gleich, Freunde. So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zum Spiel hier gegen den FSV Mainz. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. So, Duck. Ach ja, und eine Sache, die ich ganz vergessen habe, was ich auch cool finde an EAFC, ist diese neue Intelligenz. Bin ich mal sehr gespannt, wie das wohl funktioniert und läuft. Ich hoffe auch, es kommt vielleicht eine Demo mal wieder raus. Das wäre auch cool. So, schöner Pass hier. Jakobsen hat hier mal ein bisschen Platz. Versucht's einfach mal. Sohn, Jakobsen. Yildiz. Der ging aber weit rüber. Schade. Schade, 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 aber erste Chance für uns. So, Abschlag Mainz. Usun versucht hier ein bisschen ins Dribbling zu gehen, schafft es aber nicht ganz so gut leider. Duck, direkt geschaltet auf Yildiz. Yildiz, und den macht er 1-0 für Hansa. Stark, wie Duck da ganz schnell schaltet. Dieser Fehlpass von Mainz, eieieiei. Usun macht Druck, macht dann zu auf der Seite. Und dann kommt dieser ganz schlechte Pass vom Mainzer Spieler. Duck holt sich den Ball, Yildiz startet rein, er gibt direkt den Ball weiter. Und dann steht Yildiz einfach alleine vorm Tor, obwohl da der Innenverteidiger noch ziemlich fix wieder an uns rankam. Aber zum Glück haben wir den gemacht. Und damit steht es 1-0 für uns. Richtig, richtig gut. 2 Tore in 5 Partien. Kann sich sehen lassen, würde ich mal sagen. Sehr überraschend ist ja tatsächlich, wie Parfundi performt, wie viele Tore der schon hat. Langoni. Richter. Oh, Usun. Klasse gemacht von Usun. Yildiz. Duck. Auf. Usun, Usun. Oh, schade. Gut gehalten von Petit.
Oh, Eckball. Usun wird ihn ausführen. Oh, Fosu-Mensah. Gut durchgesetzt. Schade. Der hätte dann auch mal drin sein können, ne? So, Abschlag wieder oder Abstoß von Mainz. Mikkelsen versuchte den Kopfball, rutscht einem aber leider über die Stirn. Oh, Duck, schade. Oma Bamidele, gut aufgepasst. Usun auf Mikkelsen, Mikkelsen mit der Flanke rein. Yildiz, ach Mensch, schade. Die hat ihn. Oh, was macht denn Fosu-Mensah da? Der war natürlich nicht ganz so gut, der Kopfball. Jakobsen versucht hier die Grätsche. Uwil. Oh, Fosu-Mensah, strong. Oh, guter Pass auf Mikkelsen. Guter Pass. Komm, Mikkelsen. Oh, er versucht ihn zu tunneln. Satz mit X, Freunde. Ja, jetzt muss Mikkelsen aber auch schnell wieder zurück, ey. Yildiz gut nach hinten gearbeitet. Sanchez, richtig gut gemacht. Sanchez. Oh, verdammt, da steht einer dann im Weg, ne? Schade. Aber Midele, gute Annahme. Fosu-Mensah auf Mikkelsen. Kobi Maino. Auf Jakobsen. Jakobsen! Oh, der muss doch drin sein eigentlich. Och, schade. Lass ihn jetzt aus, Sanchez. Oh, gelbe Karte hier für Mainz, okay. Sanchez. Flanke rein auf Usun, schade. Jakobsen. Jakobsen 2:0. Dass da Duck nochmal gepasst hat. Dass das kein Abseits war. Richtig gut. Da hat einfach die Hintermannschaft von Mainz Jakobsen gerade komplett vergessen. Sehr schön. 2:0. Eieieiei. Das läuft aber nicht gut für Mainz, ehrlich gesagt. Uff. Richtig großes Uff, ey. 2:0 für uns. Sehr schön, genauso wollen wir es. Und da wird auch einfach direkt jemand ausgewechselt. Wie das wohl kommt. Da ist die Ausdauer tatsächlich so schlecht. Sanchez, gut gemacht. Oh, schade. Oh, gut. Guter Pass, ey. Junge, Junge, Junge. Auf Richter. Strong gemacht. Da war ich wirklich gerade ein bisschen überrascht. Hat Lindqvist tatsächlich mal was zu tun bekommen? Usun. Jakobsen und Yildiz 3:0 noch vor der Halbzeit. Was ist denn hier los? Was ist denn mit Mainz los? Uff. Das ist ja komplett offen da hinten. Das gibt's doch gar nicht. Och, Mensch. Mainz, ey, was ist da los? 3:0 Doppelpack von Yildiz und jetzt geht's erstmal in die Halbzeit. Heftig, heftig, heftig.
werden hier auch ordentlich ausgepfiffen. Von ihren eigenen Fans, das ist natürlich hart, ne? Es ist natürlich immer hart, von den eigenen Fans so Pfiffe zu bekommen, aber uff, ich kann es verstehen, dass die nicht zufrieden sind. Schaut euch das einfach mal an. Rückeroberungszeit. 13 Sekunden brauchen die. Ich finde es auch witzig, dass das tatsächlich dann angezeigt wird, als wenn Mainz da besser wäre. Aber es wird einfach immer das angezeigt, wo man mehr ist. Das ist so geil, echt. 38% Ballbesitz nur. Und wir sind ja jetzt nicht dafür bekannt, so viel Ballbesitz zu haben. Kenan Yildiz mit einer 9,9. Ich glaube, jeder spielt hier tatsächlich von uns bisher richtig, richtig gut. Lindqvist eine 5,9. Ich meine, der hat ja auch nichts zu tun gehabt. Sadilek nur mit einer 5,9. Wieso das? Das wundert mich ja auch sehr tatsächlich. Ich dachte ehrlich gesagt, der ist da ein bisschen besser drauf. Aber naja, gut. Dann wollen wir mal in die zweite Halbzeit. Let's go. Anstoß Hansa. Mal sehen, was noch so passiert. Ob noch ein paar Türchen drin sind für uns. Maino. Maino geht hier einfach mal alleine drauf zu aufs Tor. Oh, Laux, ey. Schade. Oh, klasse Pass auf Thuram. Und Lindqvist kommt raus und hat den Ball sogar. Nice. Und es gibt halt Abstoß. Mega gut. Sadilek, gute Ballkontrolle hier. Ich glaube, das hatte der tatsächlich geplant. Oh, oh. Kobi Maino wird hier komplett weggehauen von Kraus. Maino. Und nochmal Maino. Oh, schade. Zweimal versucht das. Torwart regt sich fürchterlich auf und denkt sich, warum lasst ihr mich so alleine? Man kann es auch verstehen. Usun. Ah, der Ball ist leider zu hoch. Da kommt dann der Schiri, wollte ich gerade sagen. Der Schiri kommt dann da easy ran. Der Torwart da natürlich ganz easy unterwegs. Thuram hatte eine ziemlich dicke Chance gerade. Oh, was ein Pass von Maino auf Duck. Oh mein Gott. Und er legt nochmal rüber auf Yildiz und Yildiz macht den Hattrick. 4:0. Aber was für eine krasse Balleroberung von Maino. Und was für ein heftiger Pass. Was war denn das bitte? Wahnsinn. Und Duck hier auch uneigensinnig, sieht den besser postierten Yildiz. Yildiz auch gut mitgelaufen. Und der macht seinen Hattrick, Freunde. Aber was war das denn von Kobi Maino? Junge, Junge, Junge. Crazy. Oh, schade. Oh, Langoni, gut durchgesetzt. Genau, schön Arme nach hinten. Oh, Lindqvist ist da dran. Stark gemacht, ey. Maino. Schade. Ich dachte eigentlich, da kam ich vielleicht dran, aber oh, Gott sei Dank, ey. Ich dachte gerade, der haut mir den oben in den Winkel rein jetzt. So, Mikkelsen wird mal ausgewechselt. Der Siebert kommt jetzt noch für Fosu Mensah. Maino kann tatsächlich auch raus. Der bekommt seine Pause. So, dann kommt hier Kraft. Duck wird sogar durchzocken. Da haben wir auf jeden Fall sehr viele Spieler gewechselt. Alle, um ehrlich zu sein. Aber das ist okay. Oh, der war nicht so gut. Die Flanke.
Brown, bleib dran, komm. Lindquist hat ihn stark, ey. Mega gut. Der gefällt mir. Kraft hier mit einem guten Kopfball. Brown jetzt. Und was ein Pass auf Duck. Duck. Und er macht es 5:0. Oh mein Gott. Einfach eiskalt ausgekontert, die Mainzer. Uff. Aber was ist mit Mainz los? Das ist doch viel zu offen da hinten bei denen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Duck mit seinem ersten Tor heute. Hammerhart, wirklich. Sadilek, richtig gute Grätsche, ey. Kraft. Was? War das denn jetzt? Och Mensch, ich dachte, das war eine richtig gut getimte Grätsche von ihm, oder nicht? Uff. Oh, und dann sowas, ne? Also, was ist mit Mainz los, ey? Heide Witzka. Oh, Lindquist. Lindberg richtig gut den Gegenspieler aussteigen lassen hier. Das war natürlich nicht gut. Er gibt mir doch den Siebert, Mensch. Und Lindquist hat ihn wieder mal. Richtig gut, ey. Oh, Löwen. Klasse. Duck. Oh mein Gott, da werden sie wieder ausgekontert. Duck ist einfach zu schnell. Und dann lupft er ihn darüber. Oh mein Gott, 6:0. Was ein schönes Törchen. Ach, du große Neune Mainz, ey. Uff. Das tut mir natürlich wirklich leid, ey. Das ist überhaupt nicht gut von Mainz, ey. Junge, Junge, Junge. Also da kommt ja fast gar nichts. Und Kraft zieht hier auch easy vorbei. Was ist hier los, Freunde? Oh mein Gott. Und dann lässt er sich da doch noch einholen, ey. Oh. Ah, da gibt es tatsächlich mal Szenenapplaus von den Fans. Heftig, ey. Schöne Flanke hier auf Thuram. Der aber tatsächlich auch mit einem Annahmefehler. Unfassbar. Also hier geht ja alles schief. Oh, Sanchez, gute Grätsche. Strong. Nathaniel Brown. Auf Duck. Und Duck ist wieder durch. Das gibt's doch gar nicht. Da macht aber auch niemand mit, ne? Da macht auch keiner mit. 7:0 für uns. Ach, du große Neune. Und dann wird auch abgepfiffen. Was hat Mainz da gemacht, bitte? Heftig. Heftig, heftig, heftig. Duck auch mit einem Dreierpack. Yildiz und Duck mit einem Dreierpack. Das gibt's doch gar nicht. Na, die werden jetzt ordentlich ausgepfiffen. Aber ich bin ehrlich, kann man auch verstehen, Freunde. Kann man auch verstehen, nach so einer Leistung. Das ist natürlich hardcore. Aber wir freuen uns. Ich meine, ey, dafür, dass wir mit einer B11 gespielt haben. Und Lindquist hat das auch richtig gut gemacht. Schaut euch das mal an. Versuchte Pässe 108. 54% Ballbesitz. Strong. Passgenauigkeit 91%. Und wir haben einfach zweimal eine 10,0. Guckt euch das an. Nathaniel Brown mit einer 8,42 Vorlagen gegeben. Jakobsen hat das sehr, sehr gut gemacht. Lindquist auch richtig gut. Eine 8,0 hat der sich sogar abgeholt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu den Interviews, wa? Bayern spielt nur 1:1.
Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind. Mit Lukas Lindberg durfte heute ein junger Spieler erstmals ran, der sich langsam hochgearbeitet hat und von dem alle viel erwarten. Sind Sie zuversichtlich genug, um auch anderen Youngstern die Chance zu geben? Na klar, ich glaube an unsere Jugendarbeit, das ist gut. Wir wollen da natürlich ein paar mehr hochziehen. Also ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Huch, Dreierpacks gehören halt nicht zum Alltag. Hätten sie es ihm zugetraut. Duck ist ein echtes Vorbild, hat er richtig, richtig klasse gemacht. Das zweite Spiel gegen FSV Mainz lief besser. Wir hatten sie sich vorbereitet. Wir waren besser vorbereitet. Das war's auch schon. Vielen Dank. Klar, sehr gerne. Junge, 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 what a game, ey. So, wir gucken uns mal das monatliche Scouting-Update an. Oh, der sieht ja auch krass aus. Agujelavic. Nehmen wir trotzdem ab. Wir werden jetzt wieder anfangen, richtig krass zu filtern hier. Also da muss schon ein bisschen was kommen, wenn man in unsere Jugendakademie aufgenommen werden will. Der bleibt mal drin. Der wird weiter beobachtet. Sam Miller, Larry Baker, Will Lee. Sieht nicht so gut aus, ey. Spielerchat. Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich finde, du machst das doch klasse, Herr Usun. Aus meiner Sicht machst du das gut. Hey Boss, danke, dass Sie mir den Ohr geliehen haben und mich spielen lassen haben. Du bist ein echtes Vorbild, Sanchez, Mensch. Gut. Das soll es tatsächlich für diese Folge gewesen sein. Wir gucken nochmal auf die Champions League Tabelle. Da sind wir auch Erster. Inter Mailand und Real Betis haben sich 1:1 getrennt. Gucken wir nochmal auf die Bundesliga Tabelle. Ach ja, DFB-Pokal können wir auch schauen. Wir spielen als nächstes gegen Schalke. Uff, da haben wir ja im Finale, ne? War das Schalke? Nee, gegen Düsseldorf haben wir im Finale verloren. Ich wollte gerade sagen, alles schon wieder vergessen, ne? Hier sind wir auch Erster, VfL Wolfsburg tatsächlich uns auf den Fersen, die sie ja doch sehr gut eingekauft haben. Und für Mainz sieht das nicht gut aus, ey. Richtig miese Geschichte. Ja, gut, das soll es wie gesagt für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge schauen wir uns dann das Spiel, das Champions League Spiel gegen Inter an. In San Siro spielen wir, was richtig, richtig nice ist. Da freue ich mich echt mega drauf. Und ja, schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare, wie ihr diese Real Talk-Geschichten von mir findet. Und dann können wir dann nämlich überlegen, das einfach so ein bisschen rauszuziehen und dann nehme ich das als Extra-Video. Dann bleibt der Upload-Plan zwar trotzdem gleich, also jeden zweiten Tag FIFA und jeden zweiten Tag dann halt ein anderes Spiel, also dass das immer im Wechsel ist. Und dann machen wir vielleicht so eine Extra-Reihe nochmal mit so einer Art Talk. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann hoffe ich, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!